Hallo und herzlich willkommen, liebe Imker und Bienenfreunde. Wir haben Mitte März und ich möchte euch heute mal aber nur kurz mitnehmen, was ich so im März an ersten Handlungen an den Bienenvölkern so mache. Das sind nur Kleinigkeiten, die kann man teilweise auch schon im Februar erledigen. An anderen Ständen habe ich das auch schon und hier bin ich ein bisschen später dran, aber es ist auch immer etwas wetterabhängig. Also bis gleich, bleibt dran. Ja, eine Sache, die ich mache, ist jetzt im März auch schon mal diese Flugknochen rauszunehmen mit den Mäusegittern. Da passiert nicht mehr viel, denke ich. Also habe ich keine großen Sorgen mehr, dass Mäuse reinkommen. Das nächste, was ich mache, ist mit dem Stockmeißel oder mit einem anderen Gerät, Stock, wie auch immer, einmal gucken, ob Totenfall im Flugloch ist und das einmal schon mal ein bisschen auskratzen. Denn teilweise kann es sogar sein, dass so viel Totenfall im Winter aufgetreten ist, dass die Bienen gar nicht mehr rauskommen. Sollte man am besten vorm ersten Reinigungsflug machen, sprich die ersten warmen Tage, und das kann durchaus mal auch im Januar eine Kontrolle wert sein oder im Februar, auch da haben wir mal Tage über 10 Grad. Und ich will euch hier nur einmal beispielhaft zeigen, wie das ungefähr aussieht. Ja, hier sehen wir jetzt, die Bienen fliegen schon. Totenfall ist nicht weiter, alles gut. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, oben ist frei, die Bienen können sich bewegen. Trotzdem kratzen wir das da einmal frei und unterstützen die Bienen ein wenig. So, das war einmal eine Arbeit mit diesem Flugloch freimachen, die man, wie gesagt, am besten etwas früher macht. Die Aufnahmen waren jetzt auch mal beispielhaft, jetzt ist auch eigentlich nicht mehr die Zeit. Aber es ist eine wichtige Sache, sich das mal anzusehen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, worauf ich jetzt im Herbst noch mal gucke. Ich mache hier jetzt nicht andauernd Durchsichten. Hauptsächlich geht es darum zu schauen, ist Brut da, ist genügend Futter da. Gerade weil ich auch eine einzeilige Betriebsweise habe, ist das etwas, worauf man doch wirklich achten muss, auch im Januar und Februar zumindest mal zu schauen. Beziehungsweise weiß man ja von den Gewichtsproben her, vom Anfassen, wo vielleicht mein Volk da ist, das eventuell Futterknappheit kriegen könnte. Aber das wollen wir heute einmal richtig machen. Und da zeige ich euch jetzt mal beispielhaft hier, wie ich das angehe. Zum einen, ihr seht, hier ist noch eine Futterzeige drauf. Die kann im Normalfall jetzt weg. Wenn, dann kriegen die Futterwaben hingerückt zum Brutnest. Und eine Handvoll Futterwaben habe ich auch noch, die ich an andere Völker verteilen kann. Und was ich noch mache, das ist jetzt wirklich eine Arbeit, Anfang März, ich lege unten diese Varroa-Schubladen ein. Oder es sind da Schubladen und ich mache diese Bretter rein. Und zwar haben wir, die gehen jetzt gerade erst in Brut, wir haben noch sehr kalte Nächte. Die werden teilweise auch wieder bis auf 0 Grad oder bis in den Frostbereich noch runtergehen. Und damit möchte ich den Wärmehaushalt der Bienen etwas unterstützen. Die sind schon sehr aktiv. Und ja, ich hoffe, dass sie, oder bilde mir ein, dass sie somit nachts die Wärme besser halten können und auch besser brüten, besser in Gange kommen. Bis es richtig losgeht mit Honigsammeln. Die packen wir gleich zuletzt unten rein. Und ich nehme euch mal mit und dann gucken wir mal hier grob, was in diesem Volk so los ist. Jetzt wollen wir einmal beispielhaft in dieses Volk hier reingucken. Man sieht ein bisschen Wildbau. Den machen wir ab. Das wird dann eingeschmolzen. Hier oben ist auch ein bisschen was drin. Und dann mal gucken. Einmal ein Tipp. Ich mache diese Abdeckfolie, knicke ich tatsächlich immer nur auf der Seite, wo der Aufstieg ist, an einer Ecke ein. Mehr mache ich gar nicht. Das reicht, dass die hoch können, um sich ihr Futter zu holen. Und dadurch habe ich halt nicht den Nachteil, dass sie die Futterzeige komplett verbauen und ich lasse die ja den Winter über drauf. Und das geht dann ganz gut. So, jetzt wollen wir einmal ein bisschen Rauch geben. Ganz aufmachen brauchen wir auch nicht. Also es war jetzt hier relativ viel mit Bienen besetzt.
Vom Gewicht her, auf der Seite ist auf jeden Fall noch Futter da. Und hier irgendwo wollen wir nur einmal kurz gucken, ob Brut da ist. Und mehr machen wir dann auch gar nicht. Vorausgesetzt, das Futter reicht in meinen Augen erstmal noch. So, da könnt ihr sehen, Brut ist da. Das heißt, wir suchen auf keinen Fall die Königin, bringen da jetzt nicht noch mehr Unruhe rein. Was ich halt gerne möchte bei meinen Völkern, ist jetzt so, hier auf jeden Fall spätestens im März einmal sehen, dass da normale Brut vorhanden ist. Von der Menge an Bienen reicht das hier auf jeden Fall auch. Doch, da ist auch noch gut Futter drin. Die nächsten Tage bleibt es auch warm, keine Kaltphase, also keine längere. Das heißt, die werden auch vom Futter nicht abreißen. So, die Zarge lassen wir weg. Am Deckel machen wir noch mal einmal das Wachs ab. Das nehmen wir mit. Deckel drauf. Jetzt zum Unterstützen vom Wärmehaushalt da drin lege ich noch eine Varroa-Schublade rein. Und mehr wollen wir mit dem Volk gar nicht machen. Das reicht. Ja, das waren jetzt so die praktischen Sachen, die ich direkt an den Völkern mache. Viel mehr mache ich im März noch gar nicht. Das Einzige, was ich euch jetzt nicht direkt zeigen konnte, war Futterwaben einhängen, da wo Futter fehlt. Das mache ich jetzt noch mal an einem anderen Tag. Bei mir ist halt wichtig, durch die einzeigige Betriebsweise oder den einzeigigen Brutraum, dass ich halt aufpasse, dass es keinen Futterabriss gibt und dass die Bienen halt bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich Tracht reinkommt, auch ausreichend Futter haben. Ne? Das ist da das Manko an dieser Betriebsweise. Was sonst natürlich noch so ansteht, tote Völker abräumen, ja, kommt halt auch immer wieder vor. Da war ich jetzt auch gestern und heute nebenbei ein bisschen am Einschmelzen, ein bisschen Wachs wieder bei rumgekommen, habe ich immer ein Foto und noch ein Foto. Und ich habe auch mal schon mal ein Video gemacht, wie ich Wachs einschmelze. Das verlinke ich euch mal hier oben in der Infobox. Genau, das sind so die Arbeiten, die noch nebenbei anfallen. Genauso wie das Einlöten von Mittelwänden und das Vorbereiten von den leeren Kisten, die ich jetzt habe, für neue Völker. Eine andere Sache, ich bin jetzt gleich noch zugange mit Honig abfüllen. Da achte ich im März auch noch mal genau drauf, dass meine fertig abgefüllten Vorräte dann auch voll sind. Denn im April, Mai, Juni ist es doch so stressig, dass wenn ich da dann regelmäßig abfüllen muss, da komme ich echt in Schwitzen. Und deswegen sehe ich jetzt zu, bis Ende März, dass ich so viel wie möglich in Gläser kriege, dass ich zumindest 2-3 Monate den Großteil überbrücken kann. Ja. Das war's mal wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Daumen hoch, auch gerne gesehen. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr alles so im März mit euren Bienen treibt. Und wir sehen uns bald wieder, euer Naturlatein-Kanal.